Hallo Internet, es ist wieder Wochenende und somit etwas Zeit weiterzumachen mit Yakuza 6. Ich stehe hier vor dem Upper Hotel, wo Kiryu sich mit Akiyama treffen möchte, um ein paar mehr Informationen über den Verbleib von Edo von der Sayokai zu bekommen. Beim letzten Mal mussten wir noch ein paar Leute abschütteln, die Kiryu verfolgt hatten, die sich als Mitglieder der Tojokai herausgestellt haben. Mich fasziniert gerade hier dieser fette Roller, der im Vordergrund steht. Nachdem ich das erste Mal in Japan gewesen bin, wollte ich unbedingt auch so einen haben, als ich noch 16 war. Naja, hab dann aber keinen gekauft und hab gewartet, bis ich einen normalen Führerschein mache. Außerdem habe ich nie einen fahrbaren Untersatz dieser Art wirklich benötigt in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Es gibt hier noch eine Trouble Mission. Irgendwo ist jemand in einem Gully gefallen. Hoffentlich nicht in den Kiryu letztes Mal aufgelassen hat, aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe mal direkt nach oben in den 5. Stock, wo Akiyama ja in einem Hotelzimmer auf mich wartet. Das soll der Treffpunkt sein. Mal schauen, wo das Zimmer ist. Ich habe, glaube ich, gar keine Zimmernummer genannt bekommen von ihm. Aber es ist ja sonst auch auf der Karte zu sehen. Ich muss also andersrum laufen. Oder wenn ich jetzt hier links gehe, komme ich ja wieder zurück zum Fahrstuhl. Ja, da ist es auch schon. Die Tür ist offen. Ich warte wohl am besten mal in diesem Zimmer da hinten. Denkt sich Kiryu, also nichts wie rein da. Und dann mal sehen, was Akiyama zu sagen hat. Ist er noch gar nicht da? Okay. Hat er sich als Fensterputzer getarnt? Ja. Akiyama. Da reingekraxelt. Hey! Ich bin super spitzenspionmäßig unterwegs, was? Aber das hier ist leider nicht zum Spaß. Du siehst aber aus, als hättest du reichlich Spaß bei der Sache. Nein, im Ernst. Es ist mir momentan eine verdammte Last, hier im Kamurocho von A nach B zu kommen. Und da ich heute noch einen weiteren Gast dabei habe, ist also noch mehr Vorsicht geboten. Welcher Gast? Ah, ich bin Murata von der Jinseika. Ja. Ich habe nicht vergessen, dass du mir mein Leben gerettet hast, Kiryu. Du? Und was machst du hier? Vor einer Weile hat Murata hier meine Verkleidung durchschaut. Er fragte mich dann, ob der Kiryu, dem er von mir berichtet hatte, jener Kiryu sei. Und seitdem ist er dabei. Es ist nicht nur die chinesische Mafia, von der wir uns verstecken müssen. Sugai von der Tojokai ist nicht mehr friedlich gesonnen. Ich glaube, es wäre gut, wenn du dir anhörst, was Murata zu sagen hat. Worum geht's? Wow, du warst es also wirklich, unser vierter Vorsitzender. Mann, war ich vielleicht überrascht, als ich hörte, dass der Yondaime im Kamurocho ist. Und die Führungsriege der Tojokai hat diese Nachricht nicht nur überrascht, sondern sogar erschüttert. Und zwar ziemlich heftig. Erschüttert? Der Hauptzweig der Tojokai wird momentan von Stellvertreter Sugai und Sumeya angeführt. Grund dafür ist natürlich die Abwesenheit Daigos im Zuge seiner Inhaftierung. Aber es existieren auch Gerüchte, dass diese Verhaftung fingiert worden sein könnte. Ein Komplott? Am besten fange ich mal der Reihe nach an. Es geht los mit dem Feuer in der Ajiagai. An jenem Tag sind dort an mehreren Stellen gleichzeitig Brände ausgebrochen. Die Täter konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Aber zu dem Zeitpunkt gab es hier eigentlich keine Organisation, die zu einem derartigen Anschlag fähig gewesen wäre, außer der Tojokai. Mitglieder der Tojokai sollen das Feuer in der Ajiagai gelegt haben? Ja. Und dem Feuer und dessen Auswirkungen folgte die Sayokai, die chinesische Mafia. Und der Revierkampf mit der Tojokai begann. Da die Auseinandersetzung nicht beigelegt werden konnte, hat die Polizei Verantwortung auf den Rokudaime abgewälzt und ihn deshalb eingebuchtet. Auf diese Weise hat der eigentliche Berater Sugai es plötzlich an die Spitze bringen können. Es gibt sogar Gerüchte, dass Sugai mit der Sayokai zusammenarbeitet und das Feuer gezielt gelegt wurde.
um die Sayokai in den Kaimodo-cho zu holen. Der Regierkampf wäre demnach nur eine Farce, um Daigo verhaften zu lassen. Wenn das tatsächlich wahr sein sollte, dann machen die sicherlich auch nicht vor einem Kiryu halt. Wenn du die Wahrheit aufdecken solltest, würdest du schließlich Rache für Daigo nehmen. Und das wollten wir dir unbedingt mitteilen, Yondaime. Sei in Sachen Sumeya und Sugai unbedingt auf der Hut. Bevor ich hergekommen bin, wurde ich von Mitgliedern der Tojokai verfolgt. Ich glaube, deine Verschwörungstheorie geht nicht ganz weit an der Realität vorbei. Danke, dass du extra hergekommen bist, Murata. Ich schuld dir was. Gern. Naja, ich geh dann schon mal. Aha. Trotzdem ein bisschen auffällig von der Tojokai. In der Tojokai gibt es auch andere, die so denken wie Murata. Übrigens ist es auch gar nicht jedem klar, dass Sugai und Sumeya jetzt die Schritten dort ziehen. Was denkst du über die Sache? Also, dass Sugai und die Sayokai sich gemeinsam verschworen haben sollen? Ich weiß nicht. Für mich sieht es so aus, als wollten die einen wirklich die anderen auslöschen. Auch wenn es anfangs eine Farce war, könnte ich mir vorstellen, dass mittlerweile ernst gemacht wird. Der Kamurocho ist derzeit echt komplett im Argen. Ich würde ja gern Sky Finance wiedereröffnen, aber momentan ist da echt nichts zu wollen. Sky Finance? Ich habe die Firma gegründet, um Menschen, die davon träumen, in diesem Viertel was zu bewegen, Geld zu leihen. Ich war selbst ganz unten angekommen, als mich diese Stadt gerettet hat. Und dafür will ich mich revanchieren. Übrigens, neben der Tojokai und den Chinesen ist jetzt auch die Jingon Ha aufgetaucht und macht sich im Rotlichtbewerber breit. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist jetzt auch in deren Hand. Ja, ist mir zu Ohren gekommen. Wenn ich in diesem Moment noch hoffen kann, dann nur weil der Drache der Dojima noch einmal zurückgekehrt ist. Aber ich weiß, Kiryu. Du bist nicht hergekommen, um diese Auseinandersetzung zu beenden. Aber trotzdem habe ich Vertrauen in dich. Ich kann nicht anders. Entschuldige. Ich spreche natürlich nur aus persönlicher Perspektive. Ich habe mich in Sachen Ajiagai etwas erkundigt. Wenn du mit Edo sprechen willst, dann ist es nicht unbedingt nötig, da frontal reinzugehen. Es gibt noch einen anderen Weg. Ja? Die Sayokai hat ja gerade nicht wenige Mitglieder. Daher wäre es besser, etwas unauffälliger vorzugehen. Ach ja. Was genau willst du eigentlich von Edo? Den Grund, warum die Sayokai einen Mann namens Tatsukawa umgebracht hat. Tatsukawa? Er war ein Yakuza aus Onomichi. Und ist dann als Informant für die Sayokai in der Ajiagai an und ausgegangen. Außerdem ist er vielleicht Harutos Vater. Was? So ein zwielichtiger Geselle soll mit Haruka? Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube es auch immer noch nicht. Aber um darüber mehr herauszufinden, will ich ja mit Edo sprechen. Gut. Das verstehe ich. Ich werde dir helfen in der Ajiagai. Ja? Na, natürlich. Treffen wir uns vor dem Viertel, ja? Eigentlich wäre es gut, wenn wir noch ein paar mehr wären. Oh. Ich habe zwei Freunde aus Onomichi im Gepäck. Ah, okay. Tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit von A nach B beordere. Aber bis später. Nichts wie raus durchs Fenster? Eigentlich wäre es aber doch geschickter gewesen, wenn auch Murata wieder auf diesem Wege das Hotelzimmer verlässt. Aber egal. Schon ganz gut, dass sie es ein bisschen anders inszenieren, wenn die sich schon nur treffen und einfach nur reden.
Also zurück in Sedona, Nagumo und Yuta holen ist jetzt die nächste Aufgabe, die vor uns steht. Aber ich denke, wenn ich jetzt sowieso hier mitten in der Stadt bin, könnte ich ja vielleicht nochmal einen Kampf mit der Kiryukai wagen und dann nochmal ein bisschen mich umgucken im Viertel. Ich glaube, die ein oder andere Substory müsste sich noch finden lassen. Und wenn das nicht klappt, dann geht's eben weiter in die Ajiagai. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dort dann auch das Kapitel wieder zu Ende gehen wird. Habe ich hier noch irgendwas auf der Karte? Das M-Side Café natürlich. Ach, gehe ich doch zuerst dahin. Und kümmere mich um Tenkoji, die beiden Wrestler Tenzan und Kojima. Das Tag-Team der Vereinigung Justice. Ganz schön, wie sie die japanischen Wrestler da eingebaut haben. Die sind mit Sicherheit auch in ihrem professionellen Leben, also als Wrestler, dann im Tag-Team tätig. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass die hier so schön zusammen verpackt werden. Also gleich rüber zu Joe. Mal schauen, ob ich mich noch erinnere, wie man das spielt, aber so kompliziert war das ja nicht. Einfach das Team auswählen, neue Leute habe ich ja jetzt nicht. Ich glaube, das war noch okay. Und jetzt könnte ich entweder eines der kleineren Scharmützel angehen oder direkt gegen Kojima kämpfen. Warum nicht? Ein Kampf muss drin sein. Ich will auch nicht zu viel Zeit jedes Video darauf verschwenden. Jetzt nicht gerade, aber es ist, glaube ich, ein bisschen eintönig. Ist sicherlich nicht so langweilig wie Dart spielen, aber es ist ja nicht viel an Story da zu sehen. Das ist Kojima mit seinem schönen Pflaster. Das sieht immer so aus wie so ein Kinderpflaster, was man beim Arzt bekommt, mit so einem Clown drauf oder irgendeinem lustigen Muster, dass es nicht so sehr weh tut, was er da auf der Nase hat. Aber das gehört mit Sicherheit auch zu seinem Style als Wrestler, zu seiner Erscheinung. Erstmal ein paar Schützen dahin schicken. Ich glaube, wenn die Gegner es mit den Pistolen schaffen, dann werden die relativ schnell umgehauen, aber solange ich die Vorhut da gut hinschicke, müsste es ja ganz gut klappen. Auch gleich heilen. Wow. Hier gibt es welche, die Granaten werfen, das ist nicht so cool. Und die sehen so ähnlich aus wie mein Heiler. Boah. Es scheint nicht so viel Energie abzuziehen mit den Granaten, aber dadurch werden meine Soldaten doch relativ lange außer Gefecht gesetzt mit so einer Explosion. Das ist ja ärgerlich. Vielleicht nochmal heilen. Ja, ein paar hat's erwischt. Wieder ein zweistufiger Kampf. Da hinten ist der erste Boss. Ah, nervig mit diesen Granadieren. Einmal den Roundhouse-Kick. Gleich wäre es das gewesen. Na, jetzt sträub dich nicht so. Nummer 1 ist erledigt. Jetzt zu Kojima. Nochmal 20 Gegner. Ach, das ist schon ganz nett. Aber ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, wenn ich so viele Leute hier ins Feld schicke. Ah. Es wäre cool, wenn man diese Granaten irgendwie entschärfen könnte. Vor allen Dingen blöd, dass die nicht auch die eigenen Leute treffen von den Gegnern. Aber das würde mich auch nerven, wenn ich die Granadiere benutze. Also vielleicht ganz gut, dass es da kein Friendly Fire gibt. Nochmal dein Roundhouse. Kojima ist jetzt auch schon engaged. Wo ist Joe eigentlich? Habe ich den überhaupt schon rausgeschickt? Ah, da kommt er. Jetzt Dropkick Kiwami. Das ist ganz gut. Und alle auf ihn.
Mist, jetzt hat's Masao erwischt, so heißt der Heiler. Aber das war's auch schon. Super. Vielleicht gibt's jetzt ja auch noch ein bisschen Story. Ich denke immer, wenn man einen von denen erledigt, geht die Handlung ein bisschen weiter mit Justice und Co. Aber erstmal klatschen. Ups. Man kann es nicht überspringen. Gut. Sieht alles gut aus? Nicht schlecht, Kiryu. Ich bin schon lange nicht mehr auf einen würdigen Gegner gestoßen. Das macht mich richtig froh. Aber eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Hey, Tenzan! Beim nächsten Mal trete ich euch in den Arsch. Dann kommen wir mit der vollen Power. Ich und Kojima, das Tenkoji Tag Team, wird euch nass machen. Ob ihr jetzt alleine oder zu zweit kommt, ist mir ganz egal. Gebt alles, was ihr habt. Ich hab's dir doch schon verklickert. Wir sind zusammen nicht zwei. Wir sind 200. Ja, schon klar. Das Zehnfache war's, richtig? Gut, dass du dir das gemerkt hast. Wir machen jetzt ernst. Seht also zu, dass ihr es auch macht. Uns beiden geht's nicht um Justice. Die Gang ist uns völlig egal. Wir wollen nur starke Gegner besiegen, das reicht uns schon. Ja, wir wollen unseren Spaß. Bloß kein langweiliges Geplänkel. Wenn ihr das wagen solltet, machen wir euch kalt. Als nächstes treten wir also gegen Tenkoji an. Ein einfacher Sieg wird das nicht. Wir sollten uns gut darauf vorbereiten. Ja. Aber ich bin jetzt so bei einer guten Viertelstunde. Das mache ich jetzt nicht direkt, sondern in einem der nächsten Videos, denke ich. Denn das Entscheidungsbattle wird ein bisschen länger dauern und ich werde dann davor auch noch die möglichen anderen Fights schlagen, um mein Team ein bisschen aufzuleveln. Aber das muss ich ja nicht unbedingt aufnehmen, oder? Wenn ihr das unbedingt alles sehen möchtet, dann kann ich es natürlich tun. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut so, wie ich das vorhabe. Oh, Sayokai. Jetzt gebt auf. So, das war's. Hier ist Werbung für Dart-Spielen. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel mich unbedingt dazu bringen möchte, mehr Dart zu spielen. Was ist hier hinten eigentlich? Achso, hier geht's einfach nur durch. Weil die Straßen so ein bisschen anders aussehen als in den letzten Yakuza-Spielen, bin ich immer nicht so ganz sicher, ob ich schon in einer bestimmten Straße durchgelaufen bin oder nicht. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich immer dieselben Wege ablaufe. Wenn das der Fall sein sollte, dann tut's mir leid. Nochmal kurz auf die Karte schauen. Wo noch etwas zu finden sein könnte. Ah, ich sehe da schon wieder Sodachi, aber mit dem möchte ich jetzt nicht kämpfen. Dann sind alle meine Tränke weg. Na, habe jetzt nichts gesehen an Substories oder Trouble Missions. Ist hier vielleicht noch irgendwas im Park? Nee, nur heruntergekommene Fassaden und ein trauriger Spielplatz. Hier in der Hinterstraße, gab es hier noch irgendwas? Ha, tatsächlich. Das sieht doch ganz vielversprechend aus. Mal sehen, was da los ist. Hey du, du hast unsere Yuka entehrt. Das ist dir wohl zu Kopf gestiegen, dass man dich den Kabedon King nennt. Substory Kiryus Kabedon? Ich hab's doch schon gesagt, es war nur ein Drama. Hört mir doch zu, mit Yuka ist alles in Ordnung. Klappe! Drama hier, Drama da. Kabedon bei unserer Yuka anzuwenden. So leicht kommst du uns nicht davon. Hey, jetzt ist aber Schluss. Was willst du denn? Ich gehe das hier nichts an. Ich habe kein Interesse, was hier genau abgeht. Aber drei gegen einen, noch dazu einen, der sich nicht wehrt, nicht mit mir.
Hast eine große Fresse, hä? Wenn du uns in die Quere kommst, wird's für dich eben schmerzhaft. Na, das ist ja schnell eskaliert. Kiryus Kabedon heißt die Substory. Kabedon ist, glaube ich, irgendwie so eine Art des Anbaggerns. Aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was das konkret bedeutet. Und ich weiß auch nicht, wie man das übersetzen soll. Ich bleib einfach mal bei Kabedon. So, ebenso schnell deeskaliert, wie es eskaliert ist. Was ist passiert? Hey, du hast mir geholfen. Danke. Ich heiße Takayama Junta. Darf ich dich vielleicht auch nach deinem Namen fragen? Ich bin Kiryu. Kiryu. Also, wenn es für dich okay wäre, ich würde mich gern bei dir bedanken. Keine Sorge, ich erwarte keine Gegenleistung. Nein, ich meine, also, ich bin öfter im Bantam zum Trinken. Wenn du mal Zeit hast, dann schau doch vorbei. Wenn wir uns da treffen sollten, dann will ich dich wenigstens auf einen Drink einladen. Okay. Ich schaue vielleicht mal vorbei. Ja, unbedingt. Also bis dann. Okay, ganz interessant. Wieder ins Bantam. Aber da müsste ich ja vielleicht auch Dart spielen. Naja, ich kann mal so in die ungefähre Richtung gehen und dann mal sehen, wie viel Zeit noch ist und entsprechend handeln. Entweder machen wir die Substory jetzt gleich fertig oder wenn ich Neuigkeiten aus Edo herausbekommen habe. Kämpfen wir nochmal ganz kurz gegen die hier. Gegen die ganz normalen Gegner macht es ja immer noch am meisten Spaß. Vor allem wird es nicht so unübersichtlich in diesen Schlägereien mit so 7, 8 Gegnern. Wenn dann nachher auch wieder Nagumo und Yuta dabei sind, gibt es sicherlich wieder etwas Größeres. Oh, oh, oh. Die verkaufen mir sicherlich auch kein Essen mehr hier. Im Wild. Nee, es ist gar nicht Wild Burger, es ist Smile Burger. Aber was soll ich machen, wenn der einfach so ins Fenster stolpert? Hier ist auch nichts zu sehen. Es wäre schön, wenn es wenigstens so ein paar Hinweise gäbe. Oh, hier passiert was. Stimmt, hier war ich auch noch nicht durchgelaufen. Eine unbekannte Nummer. Wer ist das? Hallo? Ah, hallo, ich bin's. Ich? Substory, der Gesprächspartner? Ja, genau, ich. Wer ist das? Wessen Stimme ist das nur? Hahaha, nicht wirklich, oder? Kann ich auswählen, entweder Daigo, Haruto oder Taichi? Gucken, Haruto wäre gut. Kann auch gar nicht sprechen. Ich nehme mal Haruto. Ist das Haruto? Nein, Haruto kann es nicht sein, der kann ja noch gar nicht sprechen. Ja, gut beobachtet. Dann Daigo ist im Gefängnis, also muss es der Taichi sein. Bist du's? Taichi? Ja, genau. Ich bin's, Taichi. Was, Taichi? Hast du dir irgendwas eingefangen? Deine Stimme ist so komisch. Ja, genau. Ich habe etwas Halsweh. Ach ja? Pass gut auf deine Gesundheit auf, ja? Ja, sag mal, hast du gerade einen Moment? Wo bist du gerade? Ich bin gerade im Kamurocho. Ach so, im Kamurocho. Das ist jetzt etwas plötzlich. Ich brauche deine Hilfe. Was ist? Weißt du, ich habe heute einen Freund verletzt. Wie? Ich muss deshalb die Behandlungskosten bezahlen. Irgendwie dafür aufkommen. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Deshalb
Kannst du mir vielleicht das Geld leihen? Wenn du mir nichts leihen kannst, dann muss ich wohl zum Kredithai oder so. Okay. Moment mal. Gab's da nicht so eine Betrugsmasche in der letzten Zeit? Na, ganz genau, der Enkeltrick. Nein, das ist Taichi oder das ist der Enkeltrick oder Sagi. Das ist auf Japanisch der Enkeltrick, das heißt der Ich-bin's-Betrug. Das ist verdächtig. Ich sollte versuchen, ihn zu stellen. Taichi. Von wo rufst du denn gerade an? Ich kenne die Nummer gar nicht. Ach, ich habe mein Handy gewechselt. Deshalb habe ich eine neue Nummer. Was? Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt ein Handy hast. Hast du mir gar nicht erzählt. Was? Oh, entschuldige. Stimmt, das habe ich dir echt nicht erzählt. Ich habe schon vor längerer Zeit eins gekauft. Was geht hier vor? Jetzt kann ich auswählen. Kein Enkeltrick oder absolut sicher, das ist der Enkeltrick. Nee, das ist der Enkeltrick. Ich bin mir sicher, das ist ein Enkeltrick. So ein Scheißkerl. Geld von Leuten erschwindeln. Ich sollte so tun, als ob ich mitspiele und ihn so aus seinem Versteck locken. Ja, das ist eine gute Idee. Was genau soll ich denn jetzt am besten machen? Ah, genau. Der Vater von dem Kind, das ich verletzt habe, ist gerade beruflich im Kamurocho. Kannst du ihm vielleicht das Geld übergeben? Oh. Na, das ist aber wirklich ein Zufall. Ja, wirklich. Der Mann heißt Ishigaki. Ich sag ihm Bescheid, dass er vor Millennium Tower auf dich warten soll. Kannst du das Geld da hinbringen? Ja, okay. Echt? Danke. Also, bis dann. Okay, dann mal zum Millennium Tower. Wartet nur, ihr Betrüger. Sehr schön. Habe ich nicht in einem der letzten Videos noch gesagt, dass Kiryu sogar auf den Enkeltrick reinfallen würde, aber dass es den jetzt wirklich gibt? Oder Sagi. Ja, dafür habe ich immer noch keinen Schlüssel. Ich muss mal besser die Augen offen halten. Vielleicht kann ich ja auch hier noch ein Item finden, dass ich die Schlüssel irgendwie durch ein Audio-Cue oder so leichter finden kann. Hier ist ja schon der Millennium Tower, aber wo ist der Typ? Ich kann ja einfach mal auf der Karte gucken. Ach, hier vorne gleich. Die Treppe hoch. Ah, da hinten steht jemand. Voll gut. Und der Mann da ist wohl Ishigaki. Von dem der falsche Taichi sprach. Bist du Ishigaki? Ja, genau. Ich bin Ishigaki Akira. Wer bist du? Ich bin Kiryu. Ah, du bist Kiryu. Ich habe von Taichi gehört, dass du kommst. Also, wegen der Behandlungskosten. Okay, aber davor hätte ich noch eine Frage. Ist es okay? Ja. Du hast sicherlich Taichi getroffen, oder? Ja, natürlich. Dann hast du sicherlich die große Brandwunde auf seinem Gesicht gesehen, oder? Hast du ihn gefragt, wie das passiert ist? Nein, das habe ich nicht. Ich dachte, das ist ein wunder Punkt, den ich besser nicht ansprechen sollte. Kiryu, ist was? Nein. Ich bin nur überrascht, dass ich dich so schnell überlisten konnte. Taichi hat gar keine Brandwunde im Gesicht. Was? Mann. Du bist echt ein ziemlich schlechter Betrüger. Verdammt. Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Hey, komm raus. Was? Du bist aufgeflogen? So ein Mist. Ah, du bist also der vom Telefon, was? Ich bin's, Taichi. Jetzt ist Schluss. Dann holen wir uns das Geld eben mit Gewalt. Wir bringen dir jetzt Respekt bei, Alter. Mal sehen, wie das für euch ausgeht.
Der falsche Ishigaki, der falsche Vater, sieht auch nicht wirklich so aus, als ob er irgendwas drauf hätte. So. Ich finde das so gut, wenn die so hochfliegen. Bitte, hör auf. Ich will euch kein zweites Mal erwischen, wie ihr das oder eine andere Masche abzieht. Ja, verstanden. Ich schwöre. Ich schwöre es. Schnell weg hier. Ja, hallo? Oh, Onkel Kiryu, ich bin's. Ich? Ja, Taichi. Was? Habt ihr etwa immer noch nicht genug? Sag's. Onkel? Ist was? Ich habe etwas Angst. bist du etwa wirklich Taichi? Deswegen habe ich mich doch so vorgestellt. Tut mir leid, es ist nicht dringend. Du hast gerade wohl zu tun, was? Ach so. Nein. Ich hab Zeit. Ach gut. Ich wollte nur mal wieder deine Stimme hören. Das war schon alles. Bis bald. Ja, bis bald. Grüß alle, ja? So, der Enkeltrick. Beim Telefonieren sollte man immer klarstellen, mit wem man gerade spricht. Ach, das war eine schöne Geschichte. Und auch ziemlich kurz, aber ja, jetzt bin ich auch eigentlich schon direkt beim Bantam. Oder Bantam, glaube ich, spricht man es eher aus. Dann gehe ich vielleicht direkt da hoch, oder? Ja. Das mache ich jetzt noch und dann geht's wahrscheinlich erst beim nächsten Mal in die Ajiagai, um Edo zu stellen. Ich könnte natürlich auch noch ganz schnell was essen, falls ich nochmal kämpfen muss. Etwas Chicken. Irgendwie lande ich immer hier im Burgerladen. Und Burger und Chicken ist auch ein Menü, das weiß ich mittlerweile. Dieser Junta oder... Ich hab's vergessen. Ah, Kiryu! Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Also, ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass du mir geholfen hast. Weißt du, ich bin Schauspieler. Daher sollte ich nicht in irgendwelche Prügeleien verwickelt werden. Ich verstehe. Es ist nicht immer leicht als Prominenter. Was hatten die Typen vorhin denn gegen dich? Naja, die waren Fans von diesem Idol. Von Yuka. Ich habe in einer Seifenoper Cabedon mit Yuka praktiziert. Deshalb waren sie wohl wütend. Cabedon? Ja, genau. Man nennt mich auch den König des Cabedon. Aha. Tut mir leid, aber ich gucke eher wenig Fernsehen. Was ist es also, dieses Cabedon? Was? Das kennst du nicht? Das ist gerade total populär. Also, entweder eine Art Donburi, eine Gottheit aus einer Sage oder etwas, was man mit einer Wand macht. Das ist jetzt hier gar nicht dabei, irgendwas mit. Ich dachte, es sei irgendwie so eine Art anzubaggern. Nehme ich mal das mittlere. Das ist doch irgendwas aus einer alten Sage, oder? Nein, du meinst Poseidon. Also, Cabedon ist... vielleicht zeige ich es dir einfach. Das geht schneller, als es zu erklären. Kiryu, stell dich mal kurz da an die Wand. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das ist. So? Ja, so ist es gut. Also, pass mal auf. Hey, Moment. Nimm etwas Abstand. Na, wie findest du das? Das ist Cabedon. In dieser Position flüstere ich dir etwas ins Ohr. Und das Gefühl von Nähe lässt die Frauenherzen schmelzen. Ach so. Hey, lass das! Ich will deine Atem nicht in meinen Ohren spüren.
Mit dieser Methode habe ich die Damenwelt erobert. Und deshalb nennt man mich den König des Kabedon. Was? Und das ist gerade beliebt? Ja, wie wär's, wenn du es das letzte Mal probierst? Jemand mit deiner Ausstrahlung ist wie geschaffen für Kabedon, Kiryu. Was, ich? Aber, nee. Na, mit ein bisschen Übung kommt es wie von selbst. Wie wär's mal mit einer kleinen Testrunde? Ich hab's! Kamaishi! Hä? Was gibt's? Was sieht es denn das für einer? Das hier ist Kamaishi, er ist mein Drinking Buddy. Also, das hier ist Kiryu. Ich habe ihm gerade die Geheimnisse des Kabedon gelehrt. Wir brauchen jetzt einen Trainingspartner. Oh, und was ist das denn für ein stattlicher Kerl? Es wäre mir eine Ehre, ihm die Kabedon-Unschuld zu nehmen. Oh, wie blöd. Also, nur zu. Es ist ganz einfach. Geh einfach nah an Kamaishi-san ran und drück deine Hand fest an die Wand hinter ihm. Okay, verstanden. Okay, dann mal los. Ja, Kiryu, komm her. Lass die komischen Geräusche. Kiryu, jetzt flüster etwas, was ein Frauenherz höher schlägen lässt. Gib mir all dein Bargeld, heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause. Oder ich nehme alles von dir. Ich nehme mal, heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause, glaube ich. Ja, das ist gut. Kamaishi, heute Nacht lasse ich dich nicht heim. Wenn du mir das sagst, Kiryu, dann kann ich gar nicht anders. War das in Ordnung so? Ja, großartig. Der entwaffnenden Geste lässt man am besten einen entwaffnenden One-Liner folgen. Kiryu, wo gehen wir denn heute Nacht hin? Ich bin für alles offen. Nein, das war nur Übung gerade. Oh, wie schade. Aber merk dir, ich habe immer Zeit für dich. Ja, gut. Also, Kiryu. Fürs erste Kabedon war das schon ganz beachtlich. Oh, gar nicht so einfach, die Sache. Das galant über die Bühne zu bringen, ist eine Kunst. Nicht schlecht, dass du dir damit einen Namen gemacht hast. Danke. Aber das hat nicht nur seine guten Seiten. Viele machen sich über mich lustig. Oder ich werde eben von solchen komischen Typen umzingelt. Außerdem habe ich keine Privatsphäre. Manchmal ist das Trinken hier im Laden meine einzige Freude. Daher, danke für heute. Oh, Mist. Ich muss langsam mal los zur Arbeit. Danke für die Gesellschaft, Kiryu. Ich übernehme, wie versprochen, die Rechnung für heute. Bleib ruhig noch ein bisschen. Danke. Viel Erfolg bei der Arbeit. Ja, also bis dann. War so ein Quatsch. Es ist schon sehr hart als Prominenter, wenn der einzige Trost die Flasche in der Bar ist. Kamaishi-san ist leider nicht mehr da. Die stellen die schwulen Charaktere immer ein bisschen albern dar. Das ist typisch für Japan. Aber die Comedy war auch trotzdem ganz lustig. Oh, es geht hier gleich weiter. Hey, du hast uns ja fein mitgespielt vorhin. Aber ich habe jetzt meine Freunde mit dabei. Die sind alle Kampfsportler. Wir sorgen jetzt dafür, dass du nie wieder Kabedon machst. Hey, wie wär's, wenn du es für mich zum letzten Mal praktizierst? Nein. Für euch kann ich das nicht tun. Was soll das denn heißen? Wenn ihr so erpicht seid auf Kabedon, dann lasst mich mal ran. Der Typ von vorhin. Takayama, hau ab. Der Typ geht mir auf den Sack. Macht ihn alle. Nochmal, die mal gucken, was die Kampfsportler können. Vielleicht waren die nur bei Sodachi im Dojo. Obwohl mittlerweile könnte man da ja das ein oder andere lernen.
Die offensichtlich nicht. Na, komm schon. Ach, Mist, falsche Richtung. Und noch der eine hier. Ach, Mist. Ach. Los, greif an. Daneben nicht. Dann kriegst du den Aschenbecher. Oder er wird mir kaputt gemacht. Echt blöde. Wenn man die so fokussiert, dann greifen die sehr, sehr zögerlich an. Oh, Scheiße. Also zu euch. Wo waren wir stehen geblieben? Kabedon, richtig? Oh nein. Du hast Glück. Takayama hat mir höchstpersönlich seine Methode beigebracht. Nein, ist schon gut. Beweg dich nicht, sonst verletze ich dich vielleicht. Also los. Heute Nacht kommst du mir nicht nach Haus. Bitte verzeih mir. Die Hose gemacht. Hey, warte auf uns. Oh, wie gut. Takayama. Ist alles klar? Ja. Danke für die erneute Hilfe. Wie war's? Mein Kabedon. Spitzenklasse. Cooler, als ich es jemals hinbekommen würde. Du kannst sogar bei Männern mit Kabedon was erreichen, Kiryu. Wenn ich der Kabedon-König bin, dann bist du der Kabedon-Kaiser, Kiryu. Der Kabedon-Kaiser. Also ich will dann aber wirklich mal. Meinen aufrichtigen Dank, Kiryu. Gern. Kabedon-Kaiser, ja? Warum nicht? Oh Mann. Ja, da bin ich ja froh, dass ich das noch gefunden habe. Das. So ein Quatsch. Dann werde ich mal langsam Richtung New Serena gehen. Und beim nächsten Mal fühlen wir Edo und Konsorten mit Akiyama und Nagumo und Yuta auf den Zahn. Seid dann auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit Ryugaru Tokusikshi. Ich hoffe, es wird genauso unterhaltsam wie dieses Mal. Bis dahin, macht's gut.